Hallo ihr Lieben, hier ist die Inge. So, heute möchte ich euch mitteilen, wie man so einen romanischen Gürtel häkeln. Für diese Arbeit, ich habe ein dünnes Garn verwendet, aber da ist ja keine Nummer und ist ja egal, ich benutze die Nadelstärke Nummer 3.75. So, fangen wir an mit den Slipknoten. Und dann machen wir 2 Luftmassen. Und dann Umschlag, ein Faden holen und dann 2 Faden holen. Und dann wenden wir. So findet euch das Stück. So den Häkelnadel in dieses Stück hineinsetzen. 1 Faden holen und 2 Faden holen. Und nochmal wenden. Dann 2 Stücke. Umschlag. 2 Faden holen und 2 Faden holen. So wenden, so 2 Stücke, dann Umschlag, 2 Faden holen und 2 Faden holen. So wiederholt euch mal, so wenden, 2 Faden holen, 2 Faden holen, wenden, 2 Faden holen, 2 Faden holen. So that 2 Stücke. Umschlag. 2 Faden holen. 2 Faden holen. That's it. So vielen Dank für die Schauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Please like und subscribe. Tschüss!